Konnichiwa Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part von Assassin's Creed. So, wir erlösen uns erstmal von diesem Geräusch. Möchten wir zum Animus zurück? Ja, möchte ich. Ich gehe wieder rein. Das ist so krass da. Wir gehen mal direkt wieder zurück, wo wir herkommen. So. Das macht am meisten Spaß, dort im Animus reinzugehen und dann Bayeks Geschichte zu erleben. Und sie scheint ja auch sehr großes Interesse daran zu haben, deswegen... Ja. So, das dauert jetzt ein bisschen irgendwie. Mal diese Ladezeit. Wir connecten jetzt mit der anderen Welt. Juhu! Schilde durchbrechen. Tippe auf R2, um kleine... Okay, das konnte ich jetzt nicht mehr lernen. Genervt von Pfeilen. So. Wir müssen ja jetzt nach Alexandria. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon im Gebiet sind, oder... Boah. Assassin's Creed Origins. Lol, das war gerade mal das Prolog, diese ersten 6 Parts. Wie, oh, ich liebe Adler. So ein schönes Tier. So ein schöner Vogel. Raubvogel. So. Und jetzt dürfen wir durch die Wüste reiten. Shop, du kannst... Was? Du kannst deine Spielerfahrung verbessern, indem du zusätzliche Gegenstände oder Zeitersparnisse kaufst. Okay. Wir freuen uns, dir 200 Helix. Ach, keine Ahnung, was soll ich damit? Ich muss die Geheimnisse der ersten beschützen. Pyramide. In Alexandria da erstmal einen Auftrag in Folge Stufe 23. Alles dort. Klar. Ich muss sie beide finden. Ja, Reise nach Alexandria in Folge Heimat Stufe 10. Heimat meines alten Freundes Minet. Okay, wir haben gerade mal Stufe 8. Er wird im Tempel sein. Das ist jetzt nicht wenig, aber. Da ist er immer. So, ich guck mal erstmal kurz. Empfohlene Stufe 6. Hier kriege ich jetzt lauter Aufträge irgendwie. Lauter Questaufgaben. Obwohl ich noch nicht mal irgendwas angenommen habe. Oder mit Leuten geredet habe. Ich kriege hier einfach die ganzen Quests gespammt. Dadum, dadum. So, wow, das sieht wirklich richtig schön hier aus. Aber das kann doch nicht Alexandria sein, ne? Das ist irgendein Vorort. Also sieht danach aus. Ist ein bisschen klein für eine Stadt. Das sieht eher aus wie so ein Dörfchen. Ein Dörfchen? Mario... Was? Mariuzzi. Mariut. Ich kann den Namen nicht aussprechen irgendwie, aber okay. Wow, was schwimmt denn da? Da ist gerade irgendwas geschwommen. Neuer Ort entdeckt. Tempel der Sachmet in Yamu. Okay. Also ein See mit irgendwelchen Lebewesen drin. Ich hoffe, die fressen mich nicht. Ich habe jetzt nicht genau hingeguckt, was es war. Wow, das ist echt groß hier, ne? Da ist ein Schmied. Da ist eine Aufgabe. Da gehe ich jetzt noch nicht hin. Ich guck mal bei dem Schmied, ob der irgendwas hat für uns. Okay, Klingenzepter, leichter Speer, Sandwall, Metallschild. Die meisten Sachen kommen mir ein bisschen bekannt vor. Ich guck mal jetzt kurz bei der Kleidung, ob es da vielleicht neue Sachen gibt. Hui, was ist das denn? So, kaufen, mal gucken. Persischer Prinz. Wow, wie cool. Es ist rot. Oh, das ist ja cool. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das kann ich mir als einziges leisten, aber diese eine Robe da werde ich mir auf jeden Fall noch kaufen. Das ist mit Rot und das sieht so cool aus. So Rüstung mit rotem Gewand, das ist so geil einfach. Bitte was? Hast du auf deinen Reisen mein Totenbuch gesehen, Magi? Ich habe es mir in Memphis gekauft. Nein. Wie hast du es verloren? Banditen. Sie kamen aus den Dünen in der Nähe.
Als ihr Anführer sah, wie wichtig es mir ist, hat er es mir entrissen. Ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Ich kann helfen. Ich fürchte sie nicht. Ich habe für jemanden wie dich gebetet. Das Buch wird mich mit der Seele meiner Frau vereinen. Da bist du ja, Vater. Wir gehen nach Hause. Aber der Magi wird mir helfen. Ach ja? Du willst sein Buch finden? Falls du das wieder erwarten tust. Danke. Bitte. Also ich hoffe, wir finden das. Nicht sicher, aber okay. Hast du gehört, wo die Banditen hin wollten? Der Anführer sagte, sie treffen sich bei der Nekropole, glaube ich. Okay. Wir wohnen in der Nähe. Okay. Ich werde nicht nach Hause gehen, bis ich... Lol, der Vater, alte Mann will unbedingt dieses Buch wieder haben. Fort. So, wir schauen uns mal erstmal diese ganzen Questaufgaben an. Ich glaube, die können wir erstmal annehmen, dann sammeln wir die im Menü. Und dann können wir die nach und nach abarbeiten. Ich habe meinen Mann seit gestern nicht mehr gesehen. Deinen Mann seit gestern? Warum sind die alle auf einmal verschwunden? Entweder verschwunden Gegenstände oder... Worum geht's? Letzte Nacht, wo mein geliebter Mann Claudius mit einem Boot zu den Ruinen am anderen Seeufer. Er kam nicht zurück. Diese Rüpel belächeln den Schmerz einer Frau. Ich flehe dich an. Ich werde ihn suchen. Aber beeil dich. Ich warte hier auf dich. Okay. Also ihr Mann ist verschwunden. Und wir müssen herausfinden, warum. Na, läuft ja echt, es läuft echt super hier. Hier verschwinden Gegenstände und Menschen. Und wir müssen uns darum kümmern. Aber hey, wir kriegen dafür EP. Und ich glaube, es ist besser, wenn wir das sammeln. So, erstmal umschauen. Boah, das ist so groß. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinlatschen soll. Das ist so offen. So eine offene Welt. Ich liebe offene Welten. Aber manchmal sind sie auch ein Fluch, weil man nicht weiß, wo man hin soll. Und verdammt. Was war das denn? Was zur Hölle ist das? Ist das ein Hund? Warum sieht er so komisch aus? Aua, das sieht aus, als ob der, weiß ich nicht, gerade geröstet wurde. Autsch. Und hier oben sind ein paar Schätze, die schnappe ich mir mal. Plündern. So. Hier ist auch noch was gewesen. So. Okay. Das ist also dieser kleine Ort hier. Und da ist noch ein Ort, Alter, wie viel. Und da ist Alexandria erst. Wir müssen bis dahin reisen. Und ich glaube, dass dieser Ort aus einem bestimmten Grund kommt. Erstens wollen wir ja jemanden treffen hier. Also diesen komischen Typen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Damit wir auch Questaufgaben machen, damit wir auch Level 10 erreichen, weil wir haben Level 8 und die empfohlene Stufe bei Alexandria ist Level 10 und wahrscheinlich auch höher. Deswegen ja, ist dieser Ort hier wahrscheinlich zum Quest annehmen, Aufgaben erledigen und EP sammeln. Und wahrscheinlich auch Tiere jagen und Materialien herstellen. Vermute ich jedenfalls. Hypostil-Halle. Ich kann die Namen immer nicht vorlesen. Das ist hier irgendeine heilige Halle anscheinend. Überall Pflanzen auf dem Boden, Blumen. Und da ist... Wer bist du? Wer bist du? Es lädt. Bayek, welch glückliche Fügung. Ach, das ist der, den wir suchen. Genau den meine ich. Von dem habe ich gerade gesprochen. Friede sei mit dir, Menehet. Wie geht's der Familie? Die Kinder werden mit jeder Minute größer. Meine Frau und ich haben alle Hände voll zu tun. Und du? Gibt es was Neues zu... Nein. Ich vergesse mich. Es gibt so vieles in deinem Leben, worüber man besser nicht spricht. Vergib mir. Ich sehe an deiner Kleidung, dass du befördert wurdest. Ah, ja. Der Hohepriester in seiner Gnade machte mich zum Stellvertreter. Und er hat noch viel mehr als nur meinen Rang verändert. Du musst dir den Tempel ansehen. Bekomme ich eine Führung?
Natürlich, eine natürlich. Führung? Wann immer dir danach zumute ist. Für eine Papyrus-Rätsel gibt es hier. Und, möchtest du jetzt Führung? Deine Führung jetzt durch machen. Den Tempel? Nach dir, Menehet. Oder heißt es Diener der Göttin? Menehet reicht völlig. Schließlich gehörst du zur Familie. Das ist keine traurige Ruine mehr wie beim letzten Mal. Jamu veranstaltet jetzt regelmäßig Zeremonien, die unseren urigen Lebensstil zeigen und die viele Besucher mit mehr Gold als Verstand anlocken. Ah, diese Beschreibung passt auf jeden aus Alexandria. Ist das mit deinem Glauben vereinbar? Ich gebe zu, ich fühle mich nicht ganz wohl dabei. Okay. Das ist jetzt hier wahrscheinlich so eine heilige, die ganz heilige Halle. Mit heiligem Wasser. Oh, von einer Räuberbande überwältigt, ha? Lautlos wie Geister. Onkel Bayek! Onkel Bayek! Hallo, Onkel. Juwel meines Lebens. Wieso seid ihr nicht bei eurer Mutter? Nimm mich hoch, Onkel Bayek! Na, wisst ihr, man muss einen Mann nicht von hinten angreifen, wenn man 4-1 in der Überzahl ist, ha? Du hast doch gesagt, verschafft euch jeden möglichen Vorteil gegen einen gefährlichen Feind. Ja, ja, ja. Und ich bin besonders gefährlich! Oh, der ist zu Kindern verliebt. Denn der Wanderer verfolgt eure Fährte! Folge Menehet in den Tempel, okay. Aktualisiert? Yeah. Ich soll seine Kinder finden? Spielen wir jetzt Verstecken, oder was? Ach du Scheiße. Wo finde ich die jetzt bitte? Die da ist irgendwas. Da läuft ein Kind. Komm her, du Rotzgöre. Komm her! Du hast mich! Jetzt versteckst du dich! Jetzt verfolgt komm lieber hier weg, Nyla. Du stehst doch den Priestern im Weg. Wie viele Kinder waren es jetzt? 3 oder 4? Waren es jetzt 3 oder 4? Ich bin jetzt verwirrt. Ich habe es jetzt nicht ganz genau gesehen, aber ich glaube, es waren 4, oder? Nyla, verfolgst du mich etwa? Ja, die verfolgt uns. Was soll ohne die Scheiße? Ohne mich verläufst du dich noch. Das ist ein großer Tempel. Mit deinen kleinen Zöpfchen und Glatze. Sieht irgendwie süß aus. Ich verfolge mal kurz die Quest, glaube ich, sonst weiß ich hier nicht, wo ich gerade bin. Das hier ist es. Um Senus rufen. Okay, wir rufen sie gleich. Ich gucke mal erstmal, ob ich hier vielleicht ohne dem Adler was finde. Dein Vater Soris, will, dass du heimgehst. Und ja, sind 4 aber Kinder. Aber ich bleibe also, lieber bei dir. Habe ich richtig gesehen. Hier ist keiner drin anscheinend. Oh, was ist das für ein Riesentempel? Wirst du wieder bei... Dieses Mal nicht. So, gleich holen wir... Ich würde gerne vorbeikommen und eure Mutter sehen. Bestie, oh, da gleich oben. Findest du ein Ende Lol. Durch die Hand des mächtigen Soris. Ja, ganz toll. Du hast jetzt gerade eine Hygiene freigelassen, doofe. So. Soris, bleib zurück! Wir töten dich! Es tut mir leid. Warum haben die hier eigentlich Hygiene drin? Was zur Hölle? So, ein Kind haben wir wieder gefunden. Der ist lebensmüde. Und die anderen, ich glaube, ich hole mal jetzt unseren... gefiederten Freund, beziehungsweise Freundin. Sie war doch weiblich, oder? Das habe ich schon wieder verpeilt. Ach du Scheiße. Das eine Kind macht Selbstmord. Und das andere Kind, ist das ein Brunnen und ertränkt sich, oder was? Ach du Scheiße. Na gut. Nicht, wenn es um deinen Vater geht. Holen wir uns erstmal das Kind da oben. Oh, die sind ja lebensmüde. Ist ein bisschen gefährlich da oben. Kleiner, kleines, junge Mädchen. Ein Athena, das ist gefährlich. Du musst jetzt runter hier. Von hier hat man einen wirklich guten Blick auf Alter, die Sterne. Was machst du da? Nur die sterben? Priester dürfen sich hier aufhalten. Und das weißt Mach du. Mach das nicht nach. Ja, aber ich wollte sehen. Scheiße. Still. So, wir müssen jetzt nur noch den hier unten finden. Da ist er. Keba, was im Namen der Götter jo. Machst du da unten? Ich wollte mich verstecken, aber jetzt komme ich nicht mehr raus.
Ich hab Angst. Eigentlich müsste man ganz das Kind ruhig jetzt die Nacht über hier lassen, ich helfe als dir Strafe, dass es einfach runterklettert und sich in Schwierigkeiten bringt, dass es das nie wieder tut. Aber wir sind mal jetzt nicht so. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das Kind hier raus? Kann ich den tragen? Oder gibt es hier ein Seil oder eine Leiter, die ich runter machen kann? Nee, da liegt zwar ein Seil, aber das kann ich nicht benutzen. Ich glaube, die Lösung ist da drin. Ne? Tragen kann ich dich nicht. Ne? Ich drück gerade alle Knöpfe, um zu gucken, ob der den vielleicht packt oder so. Weil man kann ja Leichen auch zum Beispiel tragen, deswegen dachte ich das. Oder wir durchbrechen einfach die Wand. Das geht auch. Hier lang. Na toll. Hättet ihr mir das nicht vorher sagen können? Danke, Onkel Bayek. So, jetzt sind wir draußen und wir haben alle Kinder gefunden. Das war das letzte Kind. Seht euch das an! Es gibt Betrüger auf eurem Markt! Was ist denn hier los? Und ihr sagt, ihr könnt nichts unternehmen? Mit den Marktgeschäften habe ich nichts zu tun. Sprecht mit dem betrügerischen Händler. Priester, ihr seid ebenso falsch wie eure Mumien. Menahed, deine Brut ist wieder sicher zu Hause. Danke, mein Freund. Was wollte der von dir? Diese Besucher, sie erwerben religiöse Objekte und sind verärgert, wenn es in unserem Dorf keine toten Katzen mehr zu kaufen gibt. Ich bin zwar kein Händler, aber die Betrogenen lassen ihren Ärger leider meistens an mir aus. Das schreit nach einer starken Hand. Okay. Also läuft was bei den Händlern irgendwas Krummes und wir müssen jetzt herausfinden, was es ist. Denn er kriegt die ganze Zeit den Anschiss, obwohl er damit gar nichts zu tun hat. Okay. Wir gucken erstmal, wo wir diese Papyrusrolle finden. Denn diese Rollen sind dafür da, dass man ein Rätsel lösen muss. Ich weiß zwar nicht, was man da finden kann, wenn man das Rätsel löst. Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe zwar schon so eine Papyrusrolle gefunden, aber ich habe es noch nicht gelöst. Das sind irgendwelche Schrifträtsel, die beschreiben einen Ort oder irgendeinen Gegenstand, was man finden muss. Und wenn man es gefunden hat, weiß ich nicht, was man dann, was einen da erwartet. Ob man da jetzt, weiß ich nicht, eine Kiste findet mit irgendwas Wertvollem oder so, keine Ahnung. Einige hundert Meter nordwestlich des Sachmet-Tempels in Jamo. Warum habe ich das jetzt? Oh, ich habe es aus Versehen weggedrückt. Wo ist es? So, im Tempel am Mariötsee gibt es einen tollen Ort für Rendezvous. Es ist voller Dattelpalmen, umgeben von der Wüste und einer steinernen Umrandung. Ohne Ausgang. Dort findest du mich. Wem finde ich dort bitte? Ich dachte, das ist... Hä? Ich dachte, man findet Schätze oder so. Okay. Finde ich jetzt da einen Menschen oder finde ich da jetzt einen Schatz? Das ist jetzt eine Frage, wenn ich diesen Ort jemals finden sollte. Der ist auf jeden Fall in der Nähe des Sees, wo viele Palmen sind und irgendein Steinkreis, der geschlossen ist. Das kann er dann. Die Umgebung ist auch ein bisschen groß. Das könnte auch ein bisschen schwierig werden. Weil hier ist. Der See ist ziemlich groß. Hier sind überall Dattelpalmen. Und einen Steinkreis zu finden, das wäre eigentlich. Das wäre eigentlich nicht so schwer, wenn man jetzt einen runden, geschlossenen Steinkreis findet. Das wäre eigentlich nicht so schwer zu finden. Also man hat mehrere Hinweise, die eigentlich ziemlich, weiß ich nicht, wie soll ich es sagen, einfach beschrieben sind. So, ich laufe jetzt aber erstmal noch ein bisschen rum, weil mich dieser Totenkopf hier interessiert. Ist hier irgendwas passiert? Muss ich hier jemanden töten? Nein, da liegt eine Leiche. Warum liegt da eine Leiche? Räche Jenny Ifnet. Was? Wer ist jetzt Jenny? Hä?
Wer ist das denn jetzt? Finde und töte den oder die Schuldigen. Ist das ein Online-Spieler, Spielerin? Ich kann mir nicht vorstellen, dass in alten Ägypten es den Namen Jenny gab, unterstrich Ifnit. Vor allen Dingen, das ist ein Kerl und hat den Namen. Ich bin verwirrt. Ich bin jetzt wirklich gerade sehr verwirrt. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, was das für eine Aufgabe hier ist. Ich soll die Leiche, beziehungsweise den Tod dieser Person rächen. Okay, dann suchen wir einfach mal die Schuldigen. Die sind da... Oder ist das ein Schuld? Nee, das sind mehrere. Okay. Na gut, dann räche ich die Person. Das wird er aber auch nichts benutzen. Tod ist tot. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es eine gute Idee ist. Dass wir uns in Gefahr begeben für eine Leiche. Aber hey. Er macht ja auch einen Rachefeldzug für seinen Sohn. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Warum nicht? Was war das? Keine Ahnung. So, wir sind gleich da. Sind da welche? Ich sehe noch nichts. Ich sehe vier Pferde. Das ist ein bisschen zu. Das ist kein Zufall, dass sie da stehen. Also sind das vier Gegner, oder? Eins, zwei, drei. Drei. Das sind drei. Nein, das sind vier. Das sind tatsächlich vier. Hallo, Großer. Kann ich den einfach killen? BTF? Der ist einfach tot. Der hat ihn doch nur auf den Brustpanzer, also auf den Bauchpanzer geschlagen. Wie kann der jetzt ohnmächtig werden und tot sein? Okay, das finde ich ehrlich gesagt unlogisch. Okay, dann kämpfen wir mal. Au. Alter, jetzt reicht's. Jetzt seid ihr alle tot. Tot. Ich hab gesagt tot. Und du jetzt auch noch. Komm her. Und tschüss. So eine Scheiße hier. So, tot bestätigen. Wir müssen jetzt bestätigen, dass sie verreckt sind. Man sieht es eigentlich an dem Blut, aber okay. Und von den Großen hier. Quest abgeschlossen. Räche Jenny. Wir haben Jenny gerecht. Gut. Wir kriegen ein bisschen EP, warum nicht? Warum nicht? Ich gehe mal jetzt kurz zu den Händlern, die in der Stadt da sind, also in dem Dorf hier. Ist das jetzt eine kleine Stadt oder ist es ein Dorf? Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt erstmal dahin und gucke, was da schief läuft. Warum sich die Leute beschweren? Oder wer der Übeltäter ist? Mal gucken. So, hier sind doch die ganzen Hände. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. So, wir quatschen mal mit dem. Weißt du irgendwas über falsche Mumien, die hier verkauft werden? Wenn du nichts kaufen willst, dann habe ich auch keine Zeit für dich. Ah, Menet, ja. Der Priester macht sich Sorgen wegen der... Und ich mache mir Sorgen um mein Geschäft. Alter. Also verschwinde jetzt. Was für ein Arsch, ey, wirklich. Du hast mir ein Amulett von Hathor verkauft und meine Frau wurde trotzdem krank. Oh, die glauben echt an so eine Hokuspokus-Scheiße. Ich guck mal kurz in die Quest rein. Ich quatsch mal noch mit dem hier. Und dann mache ich erstmal einen Cut. Erzähl mir etwas über die falschen Mumien. Ich möchte nichts mit dieser Sache zu tun haben. Menahed schickt mich. Dein Schweigen beleidigt sein heiliges Amt. Ich will weder ihn verärgern, noch die Götter. Man zwingt uns, Waren von schlechter Qualität zu verkaufen. Sonst werden unsere Stände zerstört. Ach du Scheiße, okay, wenn er presst. Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Trefft mich heute Nacht, wo das Dorf aufs Ackerland trifft. Okay, dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Und ja, dann machen wir diese Aufgabe. Schaltet dann wieder ein und bis dann.